Hallo und willkommen zurück bei unserem Minecraft Let's Build Together gemeinsam mit der Tibra Hallo. und mir, dem Anduin. Grüße euch. Ja, wir haben beim letzten Mal damit geendet, dass du, glaube ich, die Außenmauern vom Kellergeschoss Ja, so ist gerade es. Wir machen einen eingezogen hast. kurzen Rundflug. Ja, und ich habe da versucht, mit Erde mal ungefähr das Schema anzulegen, wie die Gänge sein werden und so weiter. Und wir haben euch ja versprochen, das Schema, wie das Ganze ausschauen wird, haben wir jetzt da mehrere Varianten durchprobiert. Damit das für euch nicht zu langweilig wird, haben wir das jetzt außerhalb der Folge kurz gemacht, wie versprochen. Und wir haben uns jetzt auf dieses Schema hier geeinigt, von den Ausgabestellen, also die Kisten, wo dann die Sachen rauskommen. Das würde jetzt da dann so ausschauen. Siehst du, eines haben wir vergessen, Tibra. Was denn? Die Tafeln haben wir noch nicht gesetzt, wo dann die Kisten angeschrieben sind. Die setze ich Ja, jetzt da noch stimmt. kurz rein, dass das Schema fertig ist. So, also genau so würde das ausschauen. Es würde immer beginnen da mit dieser Säule. Man kommt dann da rein. Man hat dann drei Ausgabestellen, die sind links und rechts beschriftet. Dann gibt es da dazwischen halt so diesen Teil, den brauchen wir deshalb, damit sich das oben dann ausgeht mit den Schaltungen für die Kisten. Ja. Ja, und dann kommt da der nächste Teil. Das haben wir da jetzt einmal so als Schema weitergeführt. Und das geht dann da bis da raus. Dazwischen haben wir wieder einen Gang, einen Verbindungsgang, wo man rüberkommt ins nächste, dass man nicht immer Und alles wieder wir durchlaufen werden muss. das jetzt ganz einfach ausführen. Genau. Und jetzt führen wir das auf beiden Seiten so aus. Gut. Also ich bin Okay, nur ich hoffe, man kann sich das ausführendes vorstellen. Organ Das heißt, du und magst die Westseite vom Gebäude? ich mache das, was du mir Ja, anschaffst. dann mach du die Westseite und ich mach die Ostseite. Okay. Mit mir mal was schön sie vorstellen kann. Schon. Das stimmt jetzt hier nicht. Ah ja, da haben wir noch die. Habe ich einen Fehler Nein, gemacht, nein, oder nein, ich was? habe einen Fehler gemacht. Du hast keinen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. 1, 2, Ja, die 1, 2. Beleuchtung haben wir uns auch schon überlegt. Es wird eine indirekte Beleuchtung sein, gell? Die, was bei den Kisten dann hervorscheint. Schauen wir mal. Es wird ja wieder Nacht und ich glaube, das kann ganz gut aussehen, was wir uns überlegt haben. So, wir haben dann von Nord Richtung Süd haben wir einen etwas breiteren Gang, was ja auch so gewünscht war. Dann hier. Gut, da kommt das hier drauf. So, alles nochmal nachrechnen, weil alles, was wir jetzt falsch setzen. Genau, das hatten wir schon mal, dass wieder alles abgerissen werden musste. Oder Hatten wir das schon mal? Ja. einiges zumindest, wo die Trichter zu eng gesessen sind Ja, und genau. Im alten Warenlager, oder? Dann ist das ja ja. genau um ein, zwei Blöcke nicht ausgegangen. Das haben wir in einer der Folgen schon mal erwähnt. Darum bauen wir als erstes jetzt das Warenlager. Ich habe damals den Fehler gemacht, oder eigentlich war es kein Fehler, sondern das Gebäude haben wir als Schematik für Planet Minecraft, haben wir dort unseren alten Serverspawn und der alte Serverlobby verwendet und haben dann reingebaut ins Gebäude, und da hat man dann oft das Problem, dass halt dann irgendwo zwickt, ne, wenn die Außenmauern fertig sind. Ja. Naja, und wie die fast das komplette Warenlager habe ich da fertig aufgebaut gehabt, und dann ist das also um ein, zwei Blöcke nicht ausgegangen, dann musste ich
die Die komplette Schaltungen. Trichteranlage, Schaltungen, alles wieder demontieren. Ist eine Freude, wenn man so circa Wochen Arbeit dann wegschmeißt. War ein bisschen ärgerlich. Aber wenn man da so ins Grüne baut, so wie wir jetzt, dann ist da noch relativ viel Platz. Dann funktioniert das dann auch. So, die Höhe sollte stimmen. Sollte das da auch schon passen? Ah, du magst es dann gleich. Ja, dann weiß ich nicht, machen wir das diese Folge oder die nächste, dass du herzeigst, wie der automatische Ofen funktioniert. Ah ja, gut. Gut, dass du mich erinnerst, das hätte ich jetzt ganz vergessen. Das haben wir extra für euch aufgehoben. Ja. Und zwar werde ich mir da gleich das herrichten. Man braucht da nicht allzu viel, man braucht Kisten, man braucht einen Trichter und man braucht eben einen Ofen. Dann nehmen wir sie da mal den Ofen her. Den tun wir da kurz rein, dass wir den hier haben im Inventar. Und dann beginnen wir mit, wo ist er jetzt? Da ist er. Jetzt habe ich den Ofen noch gefunden. Wir haben nämlich vor, da auf der Stirnseite, die sie da gibt, weil auf der Seite kommen ja dann auch wieder so Ausgabestellen, haben sich Dieber und ich überlegt, naja, was könnte man denn sinnvollerweise machen mit dem Fleck da, dass wir den irgendwie nutzen. Und da sind wir drauf gekommen, wir haben ja unsere automatischen Öfensysteme. Und das schaut dann so aus. Dass wir hier da immer wichtig mit Ducken diese Trichter anbringen, damit sie die verbinden. Ja. Man sieht das auch schön, wenn er da jetzt weggeht, dann seht ihr, dass da so rausstehen. Würde ich das nicht verwenden, würde ihn einfach nur so dran setzen. So, zack, dann würde er da nur nach unten gehen. Dann hat er keine Verbindung zur Kiste. Das Also war man also duckt auch sich. mein Fehler. Und mit Ducken, wenn man sich nicht duckt, dann würde ja die Kiste nur aufmachen. Jetzt ich bin in der Kiste drin. Mit Ducken macht man die Kiste nicht auf. Man geht zum Trichter und damit verbindet man den Trichter mit der Kiste. Man sieht das jetzt. Jetzt hat er da so ein kleines Rohrwaschel raus und verbindet sie. Stimmt. So, jetzt springen wir da rauf. Wir ducken uns wieder und hängen das am Ofen an. Zack. Das ist jetzt da der Okay. Trichter von oben. Bei dem ist es nicht ganz so schlimm, weil wäre der nicht verbunden, dann fällt er es raus und geht in das nächste drunter. Ne? Und dann setzen wir da noch die Kiste dran. So, und jetzt fehlt noch ein Trichter, und zwar fürs Brennmaterial. Den setzen wir da dran. Und da die Kiste. Okay. So, und dann Ja, hätten cool. wir da zum Beispiel, kommt der Pflasterstein rein, da ganz oben. Da kommt das Brennmaterial rein, Lavakübeln oder so. Das wird dann da alles automatisch eingefüllt. Das Wichtige ist, ihr müsst immer da reinschmeißen, das Brennmaterial, also in dieser Kiste da, die gerade offen ist. Und in dieser dort das, was im Ofen halt gebrannt werden soll. Weil alles, was da oben reinkommt, geht in dieses obere Fach vom Ofen und alles, was da seitlich reinkommt, geht in das untere Fach, wo das Brennmaterial reingehört. Alles, Alles, was was da dann gekocht zum gekocht zum Beispiel Beispiel, wird, also wenn da rohes rohes Fleisch Fleisch drinnen drin ist ist und da ist Holz drin, dann kommt da das gekochte Fleisch rein. Und und alles, alles, was was da da in in dieses dieses Feld Feld reinkommt, in das Ausgabefeld des Ofens, rein durch diesen Trichter in dieser Kiste da. alles klar, genau. Und im So. Trichter sind auch jeweils nur 5 Felder. Genau. Und Cool. damit ist das automatische Ofensystem fertig. Ich schmeiß da halt jetzt nur mehr rein, was man haben will. Oben da zum Beispiel eben das rohe Fleisch und das Brennmaterial und dann sortiert es da rein. Dann kann man es von da rausnehmen und füllt es da in diese Kisten rein und wir könnten sogar die automatischen Öfen mit Trichtern direkt in unser Trichtersystem halt einbauen. Das können wir sich dann nur überlegen, die wir. Wenn wir Ja, das wollen. das überlege ich mir noch. Genau.
wenn ich da mal einiges fertig habe. So, ich baue den Ofen auch noch fertig, dann ist den nur mal seht. Also da dran, Trichter da dran, Trichter da dran, Kiste, hier und hier eine, hier und hier eine. Okay. Ja, man könnte das Ganze auch noch platzsparender machen, indem dass man das, wo das Brennmaterial ist, auch auf der Seite macht, wo die Ausgabestelle ist, aber dann kommt man halt nicht so schön zu der Kiste da dazu, dann passiert es Ja, oft. aber Mir wir passiert haben es dann ja immer. Platz. Wir haben Genau, und wir haben ja Platz. da die fünf Platz drum, haben wir gesagt, wir bauen das so auf, dass es ihr ein richtig schönes Schema setzt da. Schaut ja auch schöner Den aus. Platz haben wir ja zur Verfügung. Und man kommt da überall schön dazu noch. Können wir sich dann nur überlegen, was wir drüber bauen, über dem Ofensystem, da können wir nur Verzierungen oder so an die Wand machen. Ja, die So, Verzierungen kommen zum Schluss. wir haben gesagt, ich baue die Ostseite, oder? Ja, Jetzt genau. weiß ich es wieder nicht. Ja, ich Na, baue die die Ostseite. andere Seite von meiner Seite. Gut, na, okay, wenn ich die Ostseite mache, dann setze ich mir da jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, zack. 1, 2, 3, 4, 5, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt muss ich da auch noch mal nachziehen. So, ich bin jetzt einmal bis ganz rausgefahren. Das heißt nur lange nicht, dass wir wirklich so viele Reihen machen werden, aber einfach damit ich mal das Schema habe. Es soll ja einiges an Items noch dazukommen, Ja, gell? genau. Also, es kommt jetzt mit der 1.9er, kommen 2, wieder 3, neue, 4, und ich 5. gehe mal davon aus, dass bei zukünftigen Versionen von Minecraft auch noch was erweitert wird. Und ich hoffe ja noch immer, ich bin ja stark der Hoffnung, dass mit der 1.9er wieder was eingeführt wird. Und zwar ein System, dass die Mod-Programmierer wieder Zusatzblöcke ins Spiel bringen können. Das ja schon mal kurz Okay. erwähnt bei unserem Texturpack, bei unserem Resource-Pack, was wir verwenden, das Conquest von Monsterfish, wäre es ja so, dass wir sogar Zusatzblöcke zur Verfügung hätten. Also da gäbe es zum Ja, Beispiel stimmt. den bemoosten Den Pflasterstein, na, den gibt es glaube ich eh, oder? Gibt es einen Ja, aber bemoosten das machen Pflasterstein? die Nein, es bemoosten gibt keinen bemooster Pflasterstein. Pflasterstein. Es gibt keinen Nein. bemoosten Pflasterstein. Echt? Oh, doch, doch. Sorry, es gibt einen bemoosten Pflasterstein, aber Wir es fällt mir könnten zum nichts ein. Beispiel, oh ja, den Steinziegel, aus dem könnte man dann auch einen Zaun machen. Ja, genau. Es gäbe dann vom Steinziegel einen Zaun in unserem Texturpack. Es gäbe beim Steinziegel gibt es zum Beispiel nur den gemeißelten, es gäbe dann einen glatten Steinziegel. Was gibt es dann so Fachwerkbauten wird es geben? Hat es denn nicht auch beim Sandstein einen Zusatzblock gegeben? Ich bin mir nicht sicher. Beim Sandstein gäbe es nur, glaube ich, drei verschiedene Blöcke dazu. Ja. Und vor allem gibt es dann von eigentlich ziemlich jedem Stein, den ihr hier findet, gäbe es dann Stufenblöcke und Halbblöcke. Zum Beispiel vom Strohballen würde es einen Stufenblock geben, einen Halbblock. Und das ist ja leider nicht mehr möglich seit der 1.8er. Version vom Minecraft, weil da wurde das umgestellt. Man verwendet er jetzt für die Blöcke eben den Namen des Blocks und nicht mehr die Metadata-Nummer. Also jeder Ja. Block, den es in Minecraft gibt, der hatte ja eine Metadata-Nummer. Ne? Da hat zum Beispiel Erde, glaube ich, hat 1 gehabt oder so als Hauptnummer und dann hat es noch Metadata gegeben von 0 bis 9. Also man hat zum Beispiel geschrieben 1.0 und hat einen normalen Erdblock bekommen und 1.1 war zum Beispiel der mit Gras drauf oder so. Okay. Und solange diese Nummern verwendet wurden, sind, war es halt relativ leicht möglich für die Mod-Programmierer, dass sie da Zusatzblöcke einfach mit den Nummern adressieren.
Nachdem es das aber jetzt halt nicht mehr gibt, das Nummernsystem, sondern eben die Namen. Und außer den Namen, die Mojang für ihre Blöcke verwendet, sonst kein Name, dem System dann bekannt wäre für einen Block. Jetzt kann man keine Zusatzblöcke momentan verwenden. Das ist eigentlich der Grund. Soweit ich das verstanden habe. Ich bin kein Ja, schau. Programmierer, bin da halt auch ein Laie, was die Softwareprogrammierung betrifft, aber so ungefähr mein Verständnis an was da derzeit hapert. Und Mojang hat aber versprochen, dass ein System wieder kommen wird, wo es dem Mod-Programmieren möglich sein wird, dass man Zusatzblöcke wieder einführt. Würde dann wieder ein bisschen Vielfalt oder größere Vielfalt reinkommen? Tut man sich dann einfacher mit den Verzierungen und wie man eben Gebäude ausstattet. Ja. Mal sehen. Aber wir kriegen das bis jetzt, glaube ich, auch ganz gut hin. Und bis dahin werden wir sie mit dem zufrieden geben müssen. Tipra, wir könnten eines machen. Bitte? Und Ja. zwar, wir haben ja da noch Platz über ein Ofensystem. Ja. Wir könnten da Tafeln anbringen, müsste man sich ausrechnen, wie viel Kisten wir pro Gang haben. Und könnten zum Beispiel über die Öfen nur mal so Wandtafeln anbringen. Und dann nur mal jeden Block rein oder jedes Item, was man in dem jeweiligen Gang findet. Okay. Weil sonst läuft man dann einen Gang rein und dann. Ah, wie im Supermarkt eben, wo Genau, dann Rangstufen weiß man ist. schon vom Hauptgang aus, aha, in dem Seitengang findet dieses und dieses Item. Das könnte man sich nur überlegen. Okay. Ja, das schaue ich mir noch an. Huch. Hat. Müsste man sich dann einmal ausrechnen, wie viele Kisten haben wir in einem Gang und ob sich das irgendwie ausgeht, wenn man das da anschreibt. Hoppla, falsch. Das So. Grundgerüst steht. Jetzt werden wir das einmal ausfüllen. Da ist er. Und ich schmeiße ihn weg, ich tue ihn. Was hast du denn weggeschmissen? Nein, ich habe mein Ziegel weggeschmissen. Aber ich habe sie schon wieder. Bei mir ruckelt es ein bisschen. Ja, bei mir auch. Ich glaube, der Server ist überlastet. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kisten haben wir gesagt, oder? Und dann kommt der Drei, Gang. vier, fünf. Ja, genau. Warte mal, ich schaue vorne nochmal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau. Blödsinn. Gut, dass du mich unterbrochen hast. Ich habe nämlich gerade wieder einen Blödsinn gemacht. Oh gut, das ist, wenn man so drin ist im Bauen, wird alles einfach verbaut. Kann das schon mal passieren, ne? In der Bauwut. Der Euphorie. Nicht mit Wut bauen. Nein, mache ich nicht. Nicht den Server stressen. Der arme Server. Der arme Server. Aber lange muss er ja nicht mehr mitspielen, quasi. Kein Erbarmen. Genau. Na. Hat er demnächst ausgedient. Bis dorthin kriegt er jetzt noch Gas. Vollgas. So, ich glaube auch da haben wir es geschafft, dass wir wieder fünf Kisten aufgestellt haben. Jawohl. Dann kommt da so unsere Säule her. Und hier der Abschluss und hier wieder eine Säule. Ja, jetzt
Fenster hat er noch. Aber das wäre schon recht nett, wenn man da so durchschaut durch die Gang, durch die Gänge. Durch den Gang, und bis jetzt ist ja nur einer. Kann was. Kann was, ja. Interessant wäre dann am meisten das Innenleben, ne? Wie das Ganze funktioniert. Okay. So. Ich baue da jetzt mal eine Wand auf, dann mache ich die dahinterliegende. Damit die Kiste auch wirklich aufgehen, haben wir immer nur einen Halbblock als Boden für die nächste Kiste gesetzt, weil sonst wird es problematisch. Die öffnen sich dann nämlich nicht und da kann dann nichts reinrennen vom Trichter hinterher. Genau, genau. Also das ist überhaupt, wenn ihr sowas baut, das ist nicht nur wichtig bei der Kiste, wo ihr rausnehmen wollt, sondern jede Kiste, die zum Beispiel jetzt da in so einer Automatik was bekommen soll durch einen Trichter oder wo durch einen Trichter was aus der Kiste rausgehen soll, müsst ihr immer schauen, dass der Deckel der Kiste keinen fixen Block über dem Deckel hat. Also sowas da zum Beispiel wäre nicht möglich. Ja. Ich kriege ja jetzt die Kiste auch nicht auf und damit kann der Trichter auch nichts befüllen und es geht auch nichts raus. Also es darf da kein voller Block sitzen. Entweder ein Halbblock oder eine andere Kiste, das wäre auch möglich. Die Kiste zählt ja als Item. Seht ihr? Jetzt kann ich die Kiste aufmachen, obwohl ich eine Kiste drüber gesetzt habe. Das funktioniert. Aber ein fixer Block, Erde, also alles, Erde, Stein, Quarz, das funktioniert nicht. Würde ja auch nicht funktionieren, glaube ich, wenn es ein Ofen ist. Siehst du, das habe ich noch gar nicht probiert. Das können wir mal austesten. Guter Input. Probieren wir das einmal. Ich setze da mal einen Ofen drüber. Oh, ich mache so. Mal hinten fertig. Ja, geht auch nicht. Der Ofen ist ein fixer Block, kannst die Kiste nicht mehr öffnen. Also denkst du immer dran, ganz wichtig, keinen ganzen Block über einer Kiste. Eins, zwei, drei. Yes. Ja. Siehst du, mir fällt übrigens ein, wir können noch einen Beleuchtungsakzent setzen. Ja. Und zwar haben wir zwischen den Kisten einmal diese Ziegelsteine. Ja. Und da haben wir unten beim Sockel haben wir den einen vorgesetzt. Das heißt, man kann den weißen Quarzblock wegnehmen, der ja, da innen hast du ist. Recht. Den können wir wegnehmen und kann da so reinsetzen. Oben geht das übrigens auch. Dann leuchtet es da auch wieder raus. Ja, werde ich mit einbauen. Das werden wir so machen. Perfekt. Für welche Regalbretter haben wir es jetzt geeinigt? Die weißen, oder? Die der weiße, weiße Halbblock. Quarz, ja, den Halbblock. Haben wir sie auf den geeinigt? Okay. Ich wusste es schon nicht mehr. Nicht, dass ich im falschen reinsetze. Kommt der Glowstone. Links und rechts einfach aufgesetzt und dann da passt perfekt. Die Leuchtung dann auch super funktioniert. Blödsinn. Blödsinn.
Was tue ich? Keine Ahnung. Ja, kaum vergisst er hirnlos am Arbeiten. Redest du von dir? Okay. Interessant, dass du dich angesprochen fühlst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Erinnert. So, damit die Beleuchtung hinhaut. Falschen Block rausgeschmissen. So. Gefällt mir, Daumen hoch. Ja, brav. Einmal Daumen hoch hätten wir ja dann schon. Wenn es finster wird, genau, und jetzt machen wir da noch die Wandverzierung. Da schimmert es dann in den Ecken schön hervor. Ach, das war jetzt da wieder Schwachsinn. Weil wir haben ja da. Jetzt ein Teilstück komplett fertig gemacht. Anduin, wir sind wieder am Ende einer Folge. Ich würde vorschlagen, dass wir einen Großteil der Gänge, so wie wir das jetzt hier ausgeführt haben, fertig machen und euch dann wieder dazu holen, oder? Na, bin ich nicht ganz einverstanden. Ich Nicht? hätte gern, dass man ja, du hast ja das jetzt fertig, dass wir Ja. jetzt da die Rückseite auch noch fertig machen und von der Seite, die du da jetzt fertig hast, die gegenüberliegende. Okay. Ja, und wenn das fertig ist, dann baue ich nämlich einmal das erste Trichtersystem inklusive der Schaltung. Ja, darum habe ich So. gemeint, ich baue nur die zweite Seite jetzt außerhalb, weil es Na, ja. das machen wir in der Aufnahme. Das geht ja eh Okay. schnell. Würde ich trotzdem jetzt sagen, machen wir einen Schnitt. Ja, jetzt machen wir einen Schnitt. Ja, Und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat, oder? ja. Das wäre uns einmal wichtig. Und wenn es euch gefallen hat, dann wäre es toll, wenn wir einen Daumen hoch bekommen, ein Abo, einmal liken und bitte unbedingt weiterempfehlen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Minecraft Let's Build Together. Tschüss!